Deutsche Memes F in den Chat. Ja gut, das fängt schon mal gut an, Digga. Da können die Leute schon mal, können schon mal ein F in den Chat reinhauen, Jungs. Ja, deutsche Memes F in den Chat. Oh shit, Bruder. Oh shit, Digga, die neue Transition ist so sexy. So, wir gehen rein. Deutsche Memes F in den Chat. Ja, ja. Papa? Ja? Ich hab einen Nebenjob. Oh nein, nicht schon wieder die, Alter. Die haben diese übelsten Flachwitze. Und? Ich verdiene 250 Euro und später kann ich 500 Euro verdienen. Ja, dann geh doch erst später hin. Ich muss sagen, ich finde dich schon lustig. Ich finde dich aber schon lustig. Dann geh doch erst später, Alter. Ja, feier ich. Wenn du nach 2 Stunden merkst, dass du mobile Daten statt WLAN benutzt hast. Oder ich glaube eher, er hat sich bei Knossi Casino angemeldet und hat gerade aus Versehen 100er Spin gemacht. Ja! Hat aus Versehen auf 100er Euro gespinnt. Oder Freispiele kamen nicht. F an den Bre, wart ihr damals zusammen? Stimmt. Auf alles, was uns heilig ist, kleine Fingerspur. Wir hatten noch nie was miteinander. Es wäre auch richtig eklig, weil wir sind wie Brüder. Oh! Oh! Boah, Bruder, guck mal, sein Blick ist das richtig so. Boah, scheiße, ich glaube, ich komme echt nie wieder aus der Friendzone. Sein Blick riecht so, boah, warum fahre ich dir eigentlich rum? Warum fahre ich dir, Alter, eigentlich rum, wenn du mich eh nicht ranlässt, Digga? Einmal F für den gefallenen Bruder. Was passiert? Ist die nur BH? Bruder, er hat da anscheinend irgendeine Dating-App, wo man halbnackte Frauen sieht. Und da hat er auch anscheinend dann diese Alte, die er geil findet, angerufen. Das ist einfach seine Mutter. Versorgung gesichert. Wenn man in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Lockdown Single ist. Und wie stellt er sich meine sexuelle Versorgung vor? Tja, Kinder. Ja. Das ist ein Problem. Der fickt mich in Zukunft. Ich muss wirklich sagen, das ist ein geiler Porno. Das ist ein geiler Plan, Digga. Und jetzt der Sohn so, ja gut, Mama, ich finde in solchen Zeiten, wie die Merkel auch sagt, müssen Familien auch zusammenhalten. Ich weiß ganz genau, wie es weitergeht. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Lehrer, der Nächste der Nacht kommt vor die Tür, mein bester Freund und ich. Jedes Mal in der Schule, Alter, wirklich. Digga, das sind echt gute Memes. Jungs, bitte mal ein Clap in den Chat. Das sind halt wirklich gute Memes, Bruder. Respected, Digga. Ich hau direkt ein. Das ist das erste Mal, dass ich ein Meme-Video sehe und nicht 3 Stunden warten muss, Alter, bis ein Meme kommt, was ich lustig finde. Das ist echt geil. Stell dir vor, du willst schlafen, guckst aus dem Fenster und siehst das. Ah, ist geil, Digga. Stein gefunden. Können Sie Hallo sagen? Sicher, dass Sie das wissen? Okay, den kennen wir schon, Bruder. Ist low. Kennen wir schon. Ist nicht so geil. Albert Einstein. Kennen wir schon. Sind Sie durch die Zeit gerissen? Sind Sie durch die Zeit gerissen? Gerissen, ja, vor allem, weil es nicht meine Zeitriss. Wallah, wir haben gerade Albert Einstein getroffen. Geil. Codex, hast du eine Story gemacht oder was? Hey, if it's easier for you, you can actually come inside and use my mirror. Wait, really? Yeah. Okay. Get out. Bruder, guck mal, die ist schon so ein bisschen mein Typ so. Ich sag dir ehrlich. Okay. Eins in den Chat, werde seinen besten Freund. Rausgeschmissen. Bruder, der hätte mein Bruder, mein Zwillingsbruder hätte da sitzen können. Ich gesagt, raus. Genau. Raus. Geh sofort raus. Und er so, ja, aber Bruder, wir sind von zu Hause 3 Stunden entfernt. Sag ich, hier, nimm meine Karte, hol dir Taxi. Fahr mit Zug, fahr Bahn. Nimm nicht Taxi, ist teuer, nimm Bahn. Nimm lieber Bahn. Was reimt sich auf Leiter? Was reimt sich auf Leiter? Fahr weiter! Was reimt sich auf Zieh? Leck mich doch am Zückerli. Hey Corona! Wir haben keinen Bock mehr! Boah, ist das cringe! Corona, ciao, Corona, ciao, Corona, ciao, 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 so wenig.
Das ist auch nicht lustig. Guck mal, kein Schwanz guckt. Kein Schwanz guckt, weil jeder sich denkt, halt die Schnauze. Die Leute kommen von der Arbeit, wollen schlafen gehen oder ist es morgens? Die Leute fahren zur Arbeit, sind müde und dann solche... Also ciao, Corona, ciao. Ich sah dieses Mädchen auf Tinder und denke, dass sie echt süß ist. Daraufhin habe ich sie auf Snap geaddet und probiert mal den Trend bei ihr aus. Hey Darling, you are my best friend. Hey. Mach einen Account mit der E-Mail von meinem Vater. Die E-Mail ist halt schon vergeben. Verstehe ich nicht. Ich, wie ich beim Autofahren jedes Lied meiner Playlist mitsinge. Bisschen falsch, aber gut. Textlich auf jeden Fall. Die Alben. Mädchen, ja, guck mal, nein, General Guku. Ich habe den Joke verstanden, ne, dass der Vater schon angemeldet ist. Aber ich habe mich halt gefragt, warum sollte man sich als Sohn irgendwo hinsetzen und sich bei so einer Seite anmelden? Weißt du, wie ich meine? Ich habe das nicht ganz, den Aufbau des Witzes nicht ganz gerafft, weil warum sollte ein Sohn sich irgendwo sitzen und sich überhaupt bei so einer Seite anmelden. Warum? Mädchen wird das Handy abgezogen während eines Livestreams. Reaktor ist Scheiße. Lange vor Unge verschüttelt zweimal das sein Wasser. Report. Ja, aber wir wissen nicht, wo Unge liegt. Weil Anni war nämlich die letzte im Admin. Unge liegt aber auf keinen Fall bei Navigation. Weil das würde ich natürlich auch sagen. Nee, ich war der letzte. Oh, Scheiße. Kinder würde ich auch mal sagen, die Leit. Los! Leiche, die ihr nicht gefunden habt, liegt nicht bei mir. Was ist das? Okay. Niemand. Ah ja, das Wasser. Wo stellen wir jetzt dein Trinken hin? Auf dem Schreibtisch stelle ich das definitiv nicht. Okay. Wenn ich das hier hinstelle, voila, das wird umfallen. Ja. Ich stelle das hier unten hin. Wo soll ich das denn sonst hinstellen? Du hast letztes Mal meine Tastatur kaputt. Was für andere Zimmer? Nimm mal erstmal einen Schluck hier vom guten Wasser. Ja, das hast du mir damals erzählt. Wer hat da sein Trinken umgeschmissen? Halt auf. Tom hat jetzt nicht wirklich sein Trinken umgeschmissen. Das dritte Mal. Das dritte Mal? Ich denke, nein, das dritte Mal. Nein, das dritte Mal. Dreimal war er hier, dreimal hat er sein Trinken umgeschmissen. Heute? Ehrenmal. Nee, nein. Ach so. Das machst du sauber, Tom. Wo sind deine Handtücher? Das machst du mit Mund sauber. Ich hab den ganzen Abend das Trinken hier unten versteckt. Hier unten. Und immer, wenn du einen Schluck trinken wollte, habe ich ihm das Trinken genommen, sofort wieder weggestellt. Ich gebe ihm das Trinken gerade, er hat 10 Sekunden in der Hand, er schmeißt es um. Wie kann das angehen? Ich weiß es nicht. Geh mal mit ihm zum Arzt. Papa, ich hab... Oh, ich freue mich auf diese Videos, weil ich finde die echt unterhaltsam. Papa, ich habe eine 6 in Deutsch. Eine 6 in Deutsch. Was? Eine 6? Wie geht das denn? Ich habe doch gelernt mit du. Was? 6? Wie geht das denn? Ich habe doch gelernt mit du. Eine 6 in Deutsch. Was? Eine 6 in Deutsch. Papa, ich hab eine 6 in Deutsch. Ich hab eine 6 in Deutsch. Was? Eine 6? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich hab doch gelernt mit du. Ach so, ich hab doch gelernt mit du. Schon witzig. Ich hab doch gelernt mit du. Ja, ist schon witzig. Es ist Freitag, wieder mit den Homies unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, gibt'n Krapper Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Homies unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen.